Nach Angaben der kanadischen Polizei wurden bei einer Schießerei in einer Bank in British Columbia 2 bewaffnete Männer erschossen und 6 Beamte verwundet. Der Schusswechsel ereignete sich am Dienstag in der Gemeinde Saanich auf Vancouver Island. Umliegende Häuser waren evakuiert worden, nachdem in einem Fahrzeug der Verdächtigen ein möglicher Sprengsatz entdeckt worden war. Polizeichef Dean Duthy sagte auf einer Pressekonferenz, die Verdächtigen seien schwer bewaffnet gewesen. Ersten Berichten zufolge trugen sie auch kugelsichere Westen. Gegen 11 Uhr heute Morgen reagierten Beamte der Polizei und Sondereinsatzkräfte auf eine Meldung über 2 bewaffnete Männer in einer Bank. Mehrere Beamte kamen zum Tatort und trafen auf die bewaffneten Verdächtigen, die auf die Polizei schossen. 2 Verdächtige, die von der Polizei angeschossen wurden, starben noch am Tatort. 6 Sondereinsatzkräfte erlitten Schussverletzungen. 6 GVERT Officers suffered gunshot wounds. Die 6 verwundeten Beamten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Einige könnten bald wieder entlassen werden, andere hätten teils sehr schwere Verletzungen erlitten. Premierminister Justin Trudeau erklärte auf Twitter, er sei schockiert und betrübt über die Gewalt.